Also vielen Dank. Claudia hat mich gerade eingeführt als einen Wissenschaftler. Das ist immer ein sehr hochstochendes Wort, wie ich finde. Ich bin von mir aus Musikwissenschaftler, ich bin aber auch vor allem sehr aufgeregt. Aber das werden Sie hoffentlich zu entschuldigen wissen. Es ist nämlich was Besonderes, wenn man hier reden darf, glaube ich, an diesem doch sehr besonderen Ort. Offenbach hat ja eine Biografie, die sehr parallel läuft mit einem anderen Star in Köln. Da brauchen Sie eigentlich nur zum Fenster rausschauen. Der Kölner Dom. Der Kölner Dom wird ja wieder aufgebaut oder überhaupt aufgebaut im 19. Jahrhundert. Und in genau dieser Zeit lebt eben auch Offenbach. Insofern freue ich mich besonders, hier sein zu dürfen. Ich möchte aber mit was anderem anfangen. Wir hatten vor ein paar Tagen ein Jubiläum. Nein, nicht Offenbach, sondern Hector Berlioz. Hector Berlioz, der 150. Todestag. Und was Sie hier sehen, ist vielleicht eher, ja, nennt sich das Grab Hektors. Jetzt werden Sie mich fragen, das ist nicht das Grab von Hector Berlioz, natürlich nicht. Es ist das Grab eines anderen Hektors, zumindest ein Grab, wie man sich es vorgestellt hat. Wir haben das hier ausdrücklich eine musikalische Archäologie genannt, weil das 19. Jahrhundert auch das Jahrhundert der Archäologen ist. Und dieses Jahrhundert ist vor allem geprägt von einem Ort, der übrigens auch bei Offenbach eine Rolle spielt, Troja. Hektor und Troja, das wissen Sie wahrscheinlich noch aus der Mythologie, die gehören zusammen und man hat sich im 19. Jahrhundert auf die Suche begeben nach den Überresten. Sie wissen, dass Heinrich Schliemann dann irgendwann mal auch aufgetaucht ist und genau dieser Heinrich Schliemann hat ja in Hisarlik, in der heutigen Türkei, einen Ort gefunden, den man heute zumindest in den meisten Teilen für Troja hält, aber so richtig sicher ist das nicht. Und der Ort, den ich Ihnen hier zeige, dieses Grab Hektors, so hat sich zumindest gezeigt, ist nicht der Ort, den Heinrich Schliemann dann später für Hektors Grab gefunden hat. Denn das ist ein ganz anderer Ort. Will heißen, bei Archäologen hat man immer auch ein Problem, wir sind in Ungefähren. Wir sind dabei zu suchen. Wir sind dabei, Vermutungen anzustellen aus einer Sachlage heraus, die einfach so schwierig ist, dass wir wirklich nach unten graben müssen. Und ähnlich wird es jetzt bei Offenbach sein. Das Jüdische in Offenbachs Musik ist im Grunde genommen auch wirklich ein archäologischer Zugang, den wir wählen müssen. Uns wird nichts erspart bleiben, weil wir schlicht und ergreifend auch da keinen direkten Zugang mehr haben. Ich brauche in Köln, glaube ich, nicht erzählen, wie schwierig es ist, aus einem gegebenen Stadtbild oder überhaupt ein Ortsbild nochmal sich eine Vergangenheit gegenwärtig werden zu lassen. Das ist immer recht schwierig, wenn die Zeit drüber hinweggegangen ist. Gehen wir mal zurück in dieser Zeit. Offenbach ist bekanntlich eine Stadt am Main, nicht am Rhein. Offenbachs Vorfahren verlieren sich im Dunkel des Ghetto. So der erste Satz aus der 1937 publizierten und auch heute noch gewiss sehr lesenswerten Gesellschaftsbiografie des Publizisten und Soziologen Siegfried Krakauer. Dieser Siegfried Krakauer hat 1937 ein Werk geschrieben, was bis heute wirkungsmächtig ist. Und er hat im Grunde genommen mit all diesen Sätzen, die er darin so sprachgewaltig formuliert hat, wie jetzt auch dieser, Offenbachs Vorfahren verlieren sich im Dunkel des Ghetto, Fakten geschaffen. Er hat schlichtweg Fakten geschaffen für unser Bild, was wir von Offenbach haben. Und das ist ein Bild, was ich, glaube ich, im Laufe dieses Jahres immer mal wieder auch ein bisschen ändern sollte. Denn mittlerweile sind ja doch ein paar Jahre vergangen. Vielleicht ist es gar nicht mehr so dunkel, dieses Ghetto. Vielleicht ist es auch gar kein Ghetto, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist allerdings, dass Offenbach, Jacques Offenbach, seinen Namen geerbt hat von seinem Vater, Isaac Offenbach. Und den sehen Sie hier. Isaac Offenbach ist einer der ersten großen Synagogenkantoren des 19. Jahrhunderts und er ist Kantor hier in Köln. Er wird 1779 geboren in Offenbach am Main, was damals nicht die unbedeutende kleine Stadt ist oder kleinere Stadt im Vergleich zu Frankfurt, sondern es ist für das jüdische Leben eine sehr bedeutende Stadt. Es ist ein Druckzentrum, es ist ein Zentrum des jüdischen Druckes und es wird auch durch die Erfindungen zum Beispiel eines Herrn Senefelder, also
des lithografischen Druckes ein Zentrum des musikalischen Druckes werden. Was dazu führt, nebenbei gesagt, dass der Musikverlag André, der in Offenbach sitzt, jahrzehntelang den Nachlass Mozarts verwalten wird. Das weiß kaum einer. Wir setzen heute Salzburg und Wien mit Mozart gleich. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist es tatsächlich Offenbach, was mit Mozart gleichzusetzen ist. Isaac Offenbach wächst also in einer Welt auf, die stark von diesem klassischen Gestus der Musik geprägt ist. Er ist in Kontakt mit Musikern, die alle nach der Französischen Revolution im Grunde genommen ihr Brotverdienst verloren haben. Die rheinischen kurfürstlichen Kapellen, seien sie in Mainz, in Bonn oder anderswo, sind aufgelöst. Die Musiker schauen, wo sie hingehen, und da ist es ganz gut, wenn ein Industrieller, wie in Offenbach es einige gibt, sich eine Privatkapelle hält. Und dort werden eben auch tatsächlich große musikalische Dinge getan. In diesem Umfeld wächst Isaac Offenbach auf und er lernt in Offenbach das Handwerk des Buchdruckers. Er lernt einfach überhaupt mit diesem Buch umzugehen. Ich brauche Ihnen nicht sagen, dass es im Judentum eine große Bedeutung hat. Das Buch ist eine Buchreligion. Demzufolge ist er gar nicht so weit weg von den wirklich wichtigen Dingen, den fast schon rabbinischen Dingen im Judentum. Und zu dieser Ausbildung, die der junge Isaak eben erfährt, gehört es auch irgendwann mal schlicht und ergreifend, das Haus zu verlassen. Was Sie hier sehen, ist die alte Synagoge von Offenbach, in der Isaak Offenbach vermutlich auch gelernt hat, die synagogalen Gesänge. Das sind eines der wenigen Bilder, die wir noch kennen. Aber er macht sich recht bald auf den Weg, auf die Reise, wie dieser Ausweis es zeigt. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie merken, das ist vom fürstlich-isenburgischen Oberamt ausgestellt. Wir sind in der Zeit, wo es auch ein Fürstentum Isenburg gibt. Vielleicht ist das Ihnen gar nicht bekannt. Würde auch nicht sonderlich verwunderlich sein, denn es ist die Zeit, also es gibt es heute nicht mehr, es gibt noch ein kleines Städtchen, was Isenburg heißt, Neu-Isenburg genauer gesagt, und es gibt noch eine Burg Isenburg, die gehören noch alle den Fürsten von Isenburg, aber das sind Fürsten, die nach Napoleon im Grunde genommen keine Bedeutung mehr spielen. Sie spielen aber noch zur Zeit Napoleons eine Bedeutung. Wenn Sie da oben schauen, das, was ich Ihnen abgedruckt habe, ist die Karte des Rheinbundes. Der Rheinbund ist einer der Vorgängerinstitutionen dessen, was wir heute Deutschland nennen, eine Nachfolgeinstitution des Alten Reiches, was unter Napoleons Einfluss bekanntlich aufgelöst wird. Aber es ist noch nicht wirklich ein Einheitsstaat, es ist ein Staatenbund. Aber es ist ein sehr stark französisch geprägter Staatenbund unter Napoleons Fittichen. Das wird prägend sein für Juden, für Isaak Offenbach. Er geht auf Wanderschaft in diesem Rheinbund. Man weiß, dass er in gewissen Synagogen gesungen hat als junger Mann. Kronberg im Taunus. Wir wissen von einem kleinen fränkischen Synagogen. Er will eigentlich offiziell nach Karlsruhe reisen, in den Süden, den Rhein entlang. Dazu kommt es offensichtlich nicht. Stattdessen finden wir ein paar Jahre ihn später in Deutz. Was nicht ganz der Süden am Rhein ist, sondern eher der Norden. Aber er ist konsequent geblieben, er ist tatsächlich verreist. Warum Deutz? Warum nicht Köln? Ist doch eigentlich größer. Nun, in Köln haben Juden noch in dem Sinne wenig verloren. Es gibt zwar mittlerweile schon die Erlaubnis, tatsächlich nach Köln einzureisen als Jude, aber die jahrhundertelange Tradition, die Juden wurden ja im 14. Jahrhundert aus Köln verbannt, die führt dazu, dass die Deutzer Gemeinde damals tatsächlich noch größer ist. Die Kölner Gemeinde wächst erst allmählich. Deutz ist nicht kölnisch, sondern ist rechtsrheinisch. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Und in diesem Deutz lässt er sich nieder als Buchdrucker, als auch Musikant. Er hat ja offensichtlich in diesem Umfeld der mozartschen Musik gelernt. Und in Deutz lernt er dann auch eine Familie kennen. Familie Rinskopf mit einer hübschen Tochter, Miriam, Marianne, die er heiraten wird. Und aus dieser Ehe dann werden auch einige Kinder hervorgehen. Zum Beispiel dieses Kind. Der 14-jährige Jakob Offenbach. Rechts oben. Sie sehen hier rechts Deutz. Übrigens, wenn Sie genau hinschauen, hier vorne, dieses kleine Element hier,
Das ist die damalige Deutzer Synagoge. Also sie ist wirklich im Grunde genommen nicht deutsch. Sie guckt ja schon die ganze Zeit schon rüber nach Köln. Natürlich ist es dann auch so, dass man früher oder später nach Köln wechselt. In Köln wird dann eben, wie gesagt, dieser junge Mann geboren am großen Griechenmarkt. Dort werden Sie heute noch die entsprechende Tafel sehen. Und wie Sie genau auch sehen, der kolossale Geselle da drüben ist noch im Bau. Am großen Griechenmarkt wird es nicht lange sein, dass Isaak mit seiner Familie sich aufhält. Die werden relativ bald in die Glockengasse wechseln. Warum die Glockengasse? Dort ist in dem ehemaligen Klarissenkloster ein Bethaus eingerichtet worden für die Juden. Vielleicht auch nicht von Synagoge zu sprechen, es ist wie gesagt ein ehemaliges Kloster, was natürlich säkularisiert wurde unter Napoleon. Und in diesem Bethaus, in diesem Betsaal, wird dann eben Isaak Offenbach auch als Synagogenkantor tätig. Er verfolgt gleichzeitig zu seiner Synagogentätigkeit, das muss ich nochmal deutlicher machen, wenn ich von Deutsch gesprochen habe, immer auch einen anderen musikalischen Zweig. Es ist nicht nur ein Chasan, er ist nicht nur Kantor, er ist auch Lesin, Spaßmacher, musikalischer Unterhalter. Also man würde sagen heute, naja gut, alles, was sobald gefeiert wird, braucht man eben jemanden. So, und diese doppelte Tätigkeit, die in der Person Isaak Offenbachs hinterlegt ist, die gar nicht so unüblich ist damals, die wird ja auch das Werk Offenbachs Sohns stark prägen. Diese Tätigkeit, diese vielfältige Tätigkeit führt er dann eben auch in Köln weiter, in der Glockengasse, wo er gewiss Kantor ist, aber eben auch Lesim, aber eben auch Gitarrenlehrer. Er unterrichtet auch Geige, er ist überhaupt ein guter Geiger offensichtlich. Aber in allem, was wir wissen, ist er recht fähig in verschiedenen Dingen. Und sein Sohn wird ihm da ganz gut nachfolgen. Was Sie hier links übrigens sehen, ist einer der letzten authentischen Reste der Familie Offenbach in Köln. Diesen Grabstein, den gibt es heute noch auf dem jüdischen Friedhof in Deutz. Und das ist der Grabstein Isaak Offenbachs. Ich glaube, wir tun gut daran, immer uns daran zu erinnern, dass Offenbach Jakob aus Köln ist, gewiss, aber dass es auch tatsächlich noch Reste gibt von Familie Offenbach in Köln. Das wird gerne übersehen und ich bin froh darum, dass die Offenbach-Gesellschaft bereits letztes Jahr eine Veranstaltung damals machen durfte auf dem jüdischen Friedhof, um Isaak Offenbachs gedenken zu können. Ich hoffe, wir werden das dieses Jahr genauso wieder machen können. Und ich hoffe auch, dass wir uns mehr mit Isaak Offenbach beschäftigen werden. Erst recht, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn wir an das Jahr 2021 denken. Sie wissen alle, dass da ein großes Jubiläum ansteht, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, genau gesagt jüdisches Leben in Köln. Im Jahr 321 erließ Kaiser Konstantin eine Urkunde, aus der ersichtlich wird, dass in Köln Juden waren. Ich muss das mal nur so einfügen. Offensichtlich haben wir länger Juden in Deutschland, als es Deutsche in Deutschland gibt. Diese synagogale Musik, das Jüdische, ich lasse es mal so stehen, die ist im 19. Jahrhundert geprägt von einer Tendenz zur Assimilation der umgebenden Musikkultur. Ich habe bereits von Offenbach gesprochen, wo die umgebende Musikkultur, die nicht jüdisch ist, Mozart und überhaupt die klassischen Werke, auch eine große Bedeutung hat für Offenbach. Wenn auch die Juden seit dem Mittelalter eine abgeschlossene, bewusst von der christlichen Bevölkerung getrennte Gruppe darstellen, so standen sie aber eben auch immer in einem regen kulturellen Austausch, natürlich, mit der sie umgebenden Welt. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, aber man muss sich wieder klar machen, dass es eben nicht diese Schranken, die sind nicht durchlässig. Jüdische Spielleute waren natürlich während der gesamten Neuzeit keine Seltenheit, und zwar bei christlichen gesellschaftlichen Anlässen. Ab dem 18. Jahrhundert ist die synagogale Musik aber auch entsprechend dann starken Veränderungen ausgesetzt. Zwar wird auch zu Isaak Offenbachs Zeit der traditionelle Gesang weiterhin gepflegt, was auch immer man unter traditionell versteht. Die Melodik und die Aufführungspraxis allerdings haben sich unter dem Einfluss eben dieser klassisch-romantischen Prägung, dieser europäischen Musik, ich nenne es jetzt mal so, stark verändert. Denn seit Anfang des 18. Jahrhunderts halten auch allmählich Orgeln und Saiteninstrumente Einzug in den Gottesdienst, je nachdem, wo man sich gerade befindet, in welcher Synagoge.
Parallel dazu entwickelt sich der Gesang weiter, sodass das bis dahin übliche Vorsänger-Duo aus Singer, Sie kennen vielleicht einige Familiennamen, Singer, also Singer und Bass, dieses Duo vielerorts erweitert wird durch, ich zitiere jetzt, weitere Sänger mit der Aufgabe, instrumental, klangstimmlich nachzuahmen. Das ist eine sehr spezielle Praxis, die aber ein englischer Musikreisender, Charles Burney, bereits 1773 für die jüdische Gemeinde in Amsterdam beschreibt. Und genau Anklänge an solche Praxen finden sich ja auch später bei Offenbach wieder, wenn Sie an einige Werke denken, wo einfach mal dieser onomatopoetische, also dieses Papapapa oder ich irgendwie sowas, wenn das immer wieder das Instrument nachahmt. Also der Sänger im Grunde genommen komisch wird in dem Augenblick, in dem er das Instrument nachahmt. Dieses geradezu Operettenhafte. Also es fiel sich, man kann auch da eine Verbindungslinie herstellen. Kurz nochmal zur synagogalen Musik. Was ist da charakteristisch in dieser Zeit? Diese neue Ausrichtung ist vor allem geprägt von Stilmischung, von Übertragung von Stilen, die Anpassung an eine nicht-jüdische, häufig weltlich geprägte Musiksprache. Das gibt es übrigens auch in dem christlichen liturgischen Kontext, die Melodien, die in den kirchenmusikalischen Raum wandern. Vielleicht ein sehr bekanntes O Welt, ich muss dich lassen, kennen Sie vielleicht. Ist zunächst mal kein kirchliches Lied, sondern Innsbruck, ich muss dich lassen, 16. Jahrhundert. Diese Phänomene gibt es eben auch andernorts, auch im synagogalen Bereich. Auch Isaaks Werke erinnern, insbesondere dann in ihrer klaren Dur-Moll-tonalen Harmonik, eben immer wieder an diese Werke von etwa Mozart oder Weber. In seinen Kompositionen bildet sich somit zum einen seine frühe musikalische Sozialisation in Offenbach ab, zum anderen aber erweist sich Isaak auch als ein Komponist auf der Höhe seiner Zeit, der sich mit aktuellen musikalischen Entwicklungen, Weber zum Beispiel, schöpferisch auseinanderzusetzen vermag. Ich möchte jetzt bitten, dass wir mal ein Hörbeispiel von der CD hören. Und zwar werden Sie jetzt dieses hier hören. Ja, ein Lämmchen. Es kaufte sich mein Vater, 2 Suse galt der Kauf. Geht so weiter. Was Sie hier sehen, ist ein Werk, was Isaak Offenbach 1838 publiziert hat, hier links. Das ist eine Haggadah, also ein Werk, was zunächst mal nicht nur musikalisch gedacht ist, sondern es ist ja die Erzählung von Israels Auszug aus Ägypten, das man eben am Vorabend des Schabbat braucht. Ich bin kein Jude, insofern fragen Sie mich bitte nicht um die Details. Es gibt bestimmt viele im Raum, die das besser wissen als ich. Ich bin nur zu Offenbach, Jacques, ein bisschen bekannt. Entscheidend ist für mich aber zum einen, dass wir hier sehen, in welchem Kontext Offenbach offensichtlich publiziert, Isaak Offenbach. Er publiziert in einem offensichtlich künstlerisch anspruchsvollen Kontext. Was Sie hier sehen, ist nicht irgendeine Illustration, sondern das ist einer der bekanntesten Illustratoren seiner Zeit, Elkan Levi, also Levi Elkan hier, da unten Daniel, der auch eine ganze Reihe von Dingen
publiziert hat im Umfeld des Kölner Doms und anderen. Also es ist wirklich jemand, der auf der Höhe seiner Zeit auch künstlerisch ist. Und diese Hinzufügungen, die dann eben, also diese Noten, die Offenbach Vater zu diesem größeren Werk, was übrigens in nächster Zeit auch, wenn ich mich nicht alles täusche, die Mikwa ein Exemplar bekommen wird wieder, was er hier hinzufügt, sind auch offensichtlich Werke, die gar nicht mal so sehr in dem liturgischen Kontext zu stehen haben, auch wenn dieses Lied, was Sie gehört haben, tatsächlich einen liturgischen Kontext abbildet. Aber es ist offensichtlich etwas, was auch weiterdenkt. Also wir sind hier fast schon in einem erzählenden, liedartigen Kontext. Das sind Anklänge vielleicht auch an sowas wie Schubert oder so zu denken. Man kann hier wirklich nicht mehr die Trennlinie ziehen zwischen einer liturgisch-synagogalen Musik und einer nicht-jüdischen Musik. Es ist offensichtlich ineinander übergehend. Und vor allem, nicht zu vergessen, es ist deutsch. Das darf man auch mal nicht ganz mal so vergessen. Also die Geschichte, um die es geht, wird auf Deutsch gesungen. Wir haben hier ein Element, was offensichtlich auch eine gewisse Form von Akkulturation, von Assimilation vielleicht sogar schon abbildet. Offenbach Vater schreibt dann auch zum Beispiel solche Werke hier, die wir uns jetzt nicht anhören, aber da hätten sie wirklich im Grunde genommen große deutsche Chortradition. Die Festgesänge sind vollbracht, da reden wir auch wirklich von einem liturgischen Kontext. Das ist im Grunde genommen, das können sie genauso gut in der Kirche singen oder von mir aus auch auf dem Sängerfest. Übrigens 1838, genau das Jahr, in dem das publiziert wird, findet in Frankfurt auch das erste deutsche große Sängerfest statt. Das heißt, das ist genau die gleiche Zeit. Offensichtlich ist Isaac Offenbach auf der Höhe seiner Zeit. Allerdings kann man natürlich jetzt die Frage stellen, wenn er denn so auf der Höhe seiner Zeit ist, und hier geht es so eigentlich nicht darum, wie nicht jüdisch ist jüdische Musik. Kann man ja die Frage andersrum stellen. Was kann denn dann eigentlich jüdisch sein an Musik? Und jetzt werden Sie von mir wahrscheinlich eine Antwort erwarten, die werde ich Ihnen aber vermutlich nicht so liefern. Denn ich kann Ihnen einfach mal vorlesen, was der relevante Artikel des Standardwerks der Musikwissenschaft, die Musik in Geschichte und Gegenwart, unter der Notiz jüdische Musik einleitend schreibt. Da werden Sie schon gleich merken, wie schwierig die Frage ist. Umstritten und in vieler Hinsicht noch ungeklärt, wie die Geschichte des jüdischen Volkes selber, ist das Phänomen der jüdischen Musik einzigartig. Bis heute brachte die Musikwissenschaft keine jüdische Musikgeschichte hervor, die alle Perioden und Traditionen umfasst. Die jüdische Musikkultur ist entscheidend von der Tatsache beeinflusst, dass die Juden zur selben Zeit ein Volk und eine religiöse Gemeinschaft waren und sind, ihre Entwicklung aber vom komplizierten Verhältnis von Nationalität und Religion im Laufe der jüdischen Geschichte bestimmt ist. Es entstanden zahlreiche Varianten jüdischer Lokalkulturen, die vielfältige Formen und Stufen einer ethnischen und nationalen Selbstidentifikation, Akkulturation und Assimilation aufweisen. So, ich fasse es mal kurz nochmal verständlich zusammen. Was ist jüdische Musik? Es gibt nicht die eine jüdische Musik. Es gibt etliche jüdische Musiken und deshalb hat die Musikwissenschaft auch bis heute keine einheitliche Definition davon. Wenn ich Sie fragen würde, was ist deutsche Musik? Was würden Sie mir antworten? Mit nicht einem Satz. Es ist gerade kürzlich ein relativ großes Buch erschienen, was heißt deutsche Musik. Das ist, glaube ich, 500 Seiten dick. Und am Schluss steht die Frage, ich weiß es nicht. Ja? Also es ist auch wirklich schwierig, im Grunde genommen Identitäten herzustellen offensichtlich. Wir haben es mit Musik zunächst mal zu tun, da sind wir uns einig, aber selbst da müssten wir gleich nochmal später drüber reden, was heißt das eigentlich. Nun, jüdische Musiken entsprechen offensichtlich auch ein Stück weit dem Judentum an sich. Und wenn man jetzt mal nur kurz nochmal sich vergegenwärtigt, wie, also das Judentum an sich es eben nicht auch gibt. Es gibt nicht das eine Judentum, sondern es gibt ja, vielleicht verschiedene Familien oder verschiedene Ausprägungen des Judentums. Und die bekannteste Unterscheidung, die in der Regel getroffen wird, ist eben auch die, die Sie hier in zwei Farben hinterlegt sehen, auf dieser Karte der Juden im mittelalterlichen Europa. Zum einen sehen Sie eine etwas bläulich hinterlegte Ebene, vor allem das heutige Deutschland, Mittel- und Osteuropa, auch Teile Frankreichs. Und dann haben Sie auch eine etwas hellere
vor allem, ich spreche jetzt hier mal vor allem von der grünen Ebene, die links an der, vor allem im heutigen Spanien und auf der Iberischen Halbinsel, im weitesten Sinne um den westlichen Mittelmeerraum herum sich befindet. Hebräisch, Deutsch, Deutschland, Aschkenas, Hebräisch, Spanien, Sephard. Wir haben es hier mit den zwei unterschiedlichen Ausprägungen üblicherweise zu tun, die man so sieht, das aschkenasische Judentum, gerne dann eben das östliche Judentum genannt, weil es eben tatsächlich östlicher geprägt ist, wobei, wie gesagt, das eigentlich nicht wirklich, also eher von Deutschland ausgeht, und dann das sephardische, was interessante Entwicklungen nimmt, wenn Sie mal die Pfeile verfolgen, die Pfeile beschreiben die Entwicklung dieses Judentums, und zwar im Zuge des Mittelalters. Im Mittelalter, wissen Sie ja, die Juden wurden gerne und viel verfolgt. Mit dem gern, das ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang. Aber die aus den Verfolg, also die Grund, ersten Nennungen des Judentums in Europa waren, wie gesagt, hier die Schumstädte, also Speyer, Worms, Mainz, die ganze Rheinschiene und dann auch, wie gesagt, das Spanien. Und aus beiden werden sie vertrieben. Zum einen im 14. Jahrhundert nach tendenziell eher Osten. Das gesamte osteuropäische Judentum wird dort seinen Ursprung haben. Und die sephardischen Juden, die werden vertrieben werden im Zuge unter anderem der Reconquista und der ganzen katholischen Könige in Spanien. Und sie werden interessanterweise, wenn sie den blauen Pfeilen folgen, im Grunde genommen dem Meer entlang sich bewegen. Es führt dazu, dass sie in Bordeaux, aber auch in Amsterdam sephardische Gemeinden haben werden. Es führt aber auch dazu, dass sie bis heute vielleicht auch nicht mehr heute, aber zumindest mal bis vor kurzem in der heutigen Türkei, in Konstantinopel, Istanbul, in Smyrna, Izmir, spanisch sprechende Leute hatten. Ladino. Also Juden, die tatsächlich eine spanische Sprache mitgenommen haben aus Sephard. Und genau diese Richtung, diese beiden Ausprägungen des Judentums werden sie auch in der Musikkultur finden. In der Musik der Juden, die zum einen westlich im Sinne von, also aschkenasisch im Sinne von Deutsch, aber eben Mittel- und Osteuropa, bis hin dann später im 19. Jahrhundert in die USA geprägt ist. Und sie haben eine andere Kultur, die ganz stark dann eben geprägt ist von diesem eher mittelmeerischen Einfluss, Spanien, Portugal, Südfrankreich natürlich, der Nahe Osten, wo sie dann tatsächlich in das tatsächlich damals liberalere, in den liberalen Islam geflohen sind. Man muss dazu sagen, der Islam war sozusagen die Rettung für die Juden, muss man dazu sagen, vor den katholischen Königen. Und Nordafrika, alles das eben aus Konstantinopel, aus Istanbul heraus regiert. Und eben auch der Jemen, den müsste man eigentlich ein bisschen separat stellen. Streng genommen hat er noch eine andere Entwicklung, aber der wird einfach bequemlichkeitshalber auch gerne in den sephardischen Kreis hineingestellt. Zumindest wenn wir von Musikkultur reden. Also die jüdische Musik ist eine, die geprägt ist von auch der Geschichte der Juden schlichthin. Was hat man sich jetzt darunter vorzustellen? Wie klingt sowas? Ich spiele Ihnen mal was am Klavier vor. Sie kennen das. Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ist jetzt, ist typisch jüdisch, oder? Klar, ne? Alle tanzen und los geht's. Ich muss Sie leider enttäuschen. Nee, ich muss Sie nicht enttäuschen. Natürlich ist es jüdisch, ganz klar. Aber es ist weder mittelalterlich, noch in dem Sinne traditionell. Auch wenn, schauen Sie mal, Havana di Lagara war natürlich als Hebrew Folk Song dargestellt wird. Also ist natürlich im Volk läufig, klar. Und wie wir alle wissen, was im Volk ist, ist natürlich auch alt und ehrwürdig. Ne? Ein Volkslied. Nun, Hava Nagila Hava ist basierend natürlich auf einer gewissen Form von jüdischem Gestus.
Und zwar, ich möchte jetzt nicht das Ganze zu einer musikwissenschaftlichen Vorlesung machen, aber Sie müssen einfach im Auge halten, wenn jemand Musik schreibt, nutzt er einen gewissen Tonraum. Ne? Das sind Tonleitern, Tonarten. Sie alle kennen vermutlich sowas wie Dur und Moll. Das sind aber alles Entwicklungen, die historisch gelaufen sind. Das ist erst bei Bach etwa, wo sich sowas im 18. Jahrhundert verfestigt. Vorher haben wir im Grunde genommen eine ganze Reihe von Tonräumen. Und die kennt man auch noch zum Teil als sogenannte Kirchentonarten. Manchmal klingt es in der Kirche schön altertümlich, weil dann, keine Ahnung, eine dorische Tonleiter benutzt wird oder sowas. Und ähnlich alt ist dann eben auch natürlich das, was man traditionell als jüdisch bezeichnet. Jetzt ist es so, dass trotz der Namen dorisch und phrygisch und so, das alles andere als griechische Dinge sind. Das sind Zuschreibungen, die man später dann als vermeintlich antike Tonarten dahinter gesehen hat. Aber man hat es nun mal so genannt. Und als dann im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, man eben versucht hat, auch da wieder, auch im Judentum zurückzugehen, zu dem, was eigentlich jüdisch ist, hat man sich auch daran orientiert und hat dann eben irgendwann mal Anfang des 20. Jahrhunderts erst diesen Tonraum genommen, der in Phrygisch, das ist Jiddisch für Phrygisch, mit diesem sogenannten Steiger, man steigt in den Noten auf und ab, das sind dann sozusagen die Tonräume, man steigt, das ist der jiddische Begriff für die Tonräume im Grunde genommen, man nutzt einfach hier mal diesen Tonraum und schreibt dann daraus eine Melodie. Ich spiele mal diesen Tonraum vor. Es ist keine Dur-Tonleiter. Das ist ein. Sie haben hier ein D. Der erste Ton ist ein D. Normalerweise würde man dann erwarten, wenn man dann weitergeht, D, E, Fis, A, G, A, H, Cis, D. Das ist ein Dur-Tonleiter. Oder Moll. Nun klingt es aber ganz anders. Passen Sie mal auf. Der zweite Ton ist zum Beispiel tiefer als in der Dur-Tonleiter. Der siebte passt auch nicht wirklich rein. Eine Dur-Tonleiter nicht, eine Moll-Tonleiter nicht. Es ist offensichtlich was anderes. Es ist ein anderer Tonraum, schlicht und ergreifend. Das sind andere Reserven, die man nutzt. Und jetzt gucken Sie mal Hava Nagila Hava an. Eins, eins, drei, eins, eins, drei, drei, fünf, vier, drei, vier, vier, sechs, fünf, vier, drei, 2, 1. Haben Sie gemerkt, was ich gemacht habe? Wir haben einfach nur diesen Tonraum hergenommen. Und dass das so altertümlich klingt, liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Tonraum nun mal altertümlich ist, aber das Stück selber ist einfach nur mit diesem Tonraum bedient. So, jetzt klingt das sehr jüdisch. Ist es dafür jüdische Musik? Sei mal dahingestellt. Wie gesagt, es ist keine alte Melodie, es ist tatsächlich eine, die tatsächlich erst zum Anfang des 20. Jahrhunderts nachweisbar ist. Es gibt unterschiedliche Zuschreibungen, von wem sie tatsächlich käme. Ich kann es nicht Ihnen auflösen, wer sie tatsächlich geschrieben hat. Ein traditionelles jüdisches Lied ist es jedenfalls nicht. Nicht im Sinne von alt traditionell. Aber es passt sehr gut in eine gewisse Bestrebung, dazu werde ich gleich kommen. Jetzt aber nochmal ganz kurz zu diesem Begriff des jüdischer Musik. Es gibt eine Musikwissenschaftlerin, Heide Zimmermann, und die hat darauf hingewiesen, dass der Terminus jüdische Musik erst Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich greifbar wird. Und zwar innerhalb der Debatte, ich zitiere sie, Debatte über jüdische Kultur, die nach dem Ersten Weltkrieg immer intensiver geführt wird und angesichts der politischen Repressalien in den 1930er Jahren kulminiert. Das ist genau die Zeit, in der Hava Nagila Hava entsteht. Es ist die Zeit des Zionismus. Als Gegenbewegung gewissermaßen zu diesen Repressalien. Man kann den Kontext eben auch mit anderen Worten beschreiben, als eine jüdische Musik zu definieren, wird als solche überhaupt erst relevant, als es eben auch angefangen wird, eine deutsche Musik national zu definieren oder eine französische Musik national zu definieren. Überhaupt, als jeder auf die Idee kommt, man könnte die nationalen Bestrebungen doch auch künstlerisch bitteschön ausschlachten. Natürlich, warum sollte das Judentum da außen vor stehen, zumal wenn man das Judentum ausschließt aus den nationalen Kreisen. Nun, was ist denn also dann jüdische Musik? Es gibt zwei recht bekannte Definitionen. Jewish music is a song of Judaism through the lips of the Jew.
Die jüdische Musik ist der Gesang des Judentums durch die Lippen eines Juden. Und dann gibt es noch eine zweite Definition. Jewish music is that music which is made by Jews, for Jews, as Jews. Also jüdische Musik ist die Musik, die gemacht wird von Juden, für Juden und zwar als Juden. Übrigens beide Herrschaften, die diese Definition vorgenommen haben, sind beide sehr respektierte und aus gutem Grund auch respektierte Musikwissenschaftler. Allerdings haben beide Definitionen ein Problem. Ich möchte das Ihnen mal klar machen. Bitte mal das linke Tonbeispiel. Achten Sie vor allem auf den Text. Noch eins weiter. Noch eins. So, hier, genau. Noch eins noch. Nein, hier noch eins. Genau. Hier. Und jetzt das linke. Hier, genau. Achten Sie auf den Text. Es läuft noch nicht, ist noch nicht an. Oh. Gerade eben hat es doch. Ja, das ist der klassische Fall. Was ich Ihnen vorspielen möchte, ist ein Stück, was doch heißt Pater Noster. 1857 uraufgeführt von einem Komponisten, der 1791 in Tarsdorf bei Berlin geboren wird und der 1864 in Paris hochgeehrt sterben wird, als eine der großen Figuren vor Offenbach, eine der großen leuchtenden Vorbilder Offenbachs vielleicht sogar, und zwar vor allem für seine Opernkompositionen bekannt in Paris. Und dieser Herr, der ein Pater Noster komponiert, heißt Giacomo Meyerbeer. Was macht man jetzt? Ist das Musik by Jews, for Jews, as Jews? Es gäbe noch ein zweites Hörbeispiel. Und das hat einen kölnerischen Bezug sogar, einen sehr direkten. Das ist entstanden dann im Jahr 1880, ich würde vorschlagen, wir lassen jetzt einfach mal die Hörbeispiele. Im Jahr 1880, den Todesjahr Offenbachs, und es ist von einem Kölner Komponisten komponiert, übrigens einer, der in seiner Jugend tatsächlich Herrn Isaac Offenbach wohl kennengelernt hat. 1838 geboren, also in genau dem Jahr, in dem die Haggadah entstanden ist, in Köln, geboren direkt neben dem Wallraf-Richarts-Museum. Genau dort werden Sie noch heute die Plakette, also die Gedenktafel dran sehen. Der Mann heißt Max Bruch, stirbt 1920 in Berlin. Ja, ist Sohn eines preußischen protestantischen Beamten. Und was wird er komponieren? Im Jahr 1880 ein Cellostück mit Orchester, was da heißt Kol Nidre. Also ein jüdischer Gesang. Ist das Musik made by Jews, for Jews, as Jews? Was ist jetzt jüdische Musik? Ist das Kol Nidre, was regelmäßig auf CDs als jüdische Musik erscheint, jüdische Musik oder ist es das nicht? Oder haben wir jetzt bei Meyerbeer ein Problem, weil er als Jude ein Paternoster komponiert? Kriegen wir das in die Synagoge unter? Das wird nicht funktionieren. Also dieser Begriff des Jüdischen im kulturellen, im musikalischen Bereich ist so gut wie nicht zu fassen. Er ist tatsächlich eben hochproblematisch. Wenn wir denn jüdische Musik also verstehen als Musik der Juden, dann stellt sich ganz schnell die Frage, wer jetzt eigentlich überhaupt Jude ist. Es geht also ausschließlich um die Herkunft des Musikers oder dessen, der diese Musik praktiziert. Da haben wir bei den Paternostern ein Problem. Abgesehen davon, dass vielleicht auch einen gewissen Biologismus das Wort geredet wird. Wenn jüdische Musik sich aber auf einer inhaltlichen Ebene definiert, also schreiben wir was Hebräisches von mir aus, Hava Nagila Hava. Dann haben wir ein anderes Problem. Was sind denn jetzt eigentlich die tatsächlich jüdischen Dinge? Dieser Tonraum, ich habe es bereits gesagt, der ist ja aus jüdischer Tradition herkommend, aber Hava Nagila Hava ist deutlich später entstanden, ist beileibe kein traditioneller jüdischer Gesang. Vielleicht mittlerweile schon, aber nicht in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Und müsste man auch mal klären, was heißt denn jetzt eigentlich dann tatsächlich idiomatisch? Würde es genügen, einfach einen hebräischen Text zu unterlegen? Oder genügt es einfach, einen Synagogalgesang irgendwie zu zitieren? Was macht man denn dann,
wenn jemand nicht jüdisches wie Bruch einen synagogalen Gesang zitiert, ist es dann jüdische Musik? Und was, ja, also letztlich, wenn wir vom Jüdischen reden, haben wir uns völlig außen vor gelassen, aber das lassen wir auch aus Zeitgründen mal weg, müssen wir aber mal darüber sprechen, was heißt denn Musik überhaupt? Das erscheint uns völlig klar. Nur, klar, wenn einer was aufschreibt, was Musik ist, also artifiziell, symbolisch aufgeladen, schriftlich fixiert, performativ dargebracht, eine Tonkunst, ja, was macht man denn dann mit diesem rezitierenden Gesang in der Synagoge? Oder vielleicht müsste man in Köln auch mal von einem rezitierenden Gesang, ja, im Dom auch mal sprechen. Wenn der Pfarrer erhebet euch, singt, ist das Musik oder ist es das nicht? Was machen wir denn dann mit dem Jazz, der improvisiert, der ist nicht aufgeschrieben? Was machen wir überhaupt mit aller Folklore? Wir sind uns nicht klar darüber, wir werden keine definitive Klarheit darüber haben, was jüdische Musik ist, genauso wenig wie ich Ihnen sagen kann, was deutsche Musik ist. Ist Mozart deutsche Musik? Fragen Sie mal einen Österreicher. So, gehen wir mal weiter. Und zwar gehen wir mal von Köln nach Paris. Nun, ich habe Sie jetzt verwirrt, ich möchte es aber ein bisschen konkreter machen. Natürlich hat Offenbachs Sohn die Musik seines Vaters gekannt, gar keine Frage. Da brauchen wir nicht drüber reden. Er hat in diesem Umfeld musiziert, er ist darin groß geworden und er hat ganz klar einen musikalischen Alltag in dieser Familie mitgemacht. Und er wird natürlich auch synagogal geprägt sein. Da braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Das ist das mir einzige bekannte Bild der Glockengasse, bevor die Synagoge gebaut wurde. Ich habe eben bei jetzt in einigen Gesichtern gesehen, wie ja, so ein leichtes Leuchten da durch die in den Augen war, als ich gesagt habe, naja, die Glockengasse, Synagoge, klar. Nur was die allermeisten im Blick haben werden, ist die Synagoge, die allerdings erst 1860 gebaut wurde und 1938 von den Nazis in der Reichspogromnacht niedergebrannt wurde. Es ist nicht die Synagoge, in der Offenbach gelebt hat. Die wurde ja vorher, also war ja vorher. Er ist ja Vater. Isaac Offenbach ist 1850 bereits gestorben, 10 Jahre bevor die Synagoge der Glockengasse als solche aufgebaut wurde. Hier haben Sie den sogenannten Kräuterplan, in dem um, ich glaube, 1790 herum mal ja, die Straßenzüge in Köln planmäßig aufgezeichnet wurden. Und hier ist auch die Glockengasse. Ich kann Ihnen allerdings ehrlich gesagt nicht sagen, wo genau die Synagoge oder dieses Klarissenkloster zu dem damaligen Zeitpunkt noch, was dann später der Betsaal sein wird, sein. Ich glaube, es ist hier, aber also auf jeden Fall kennen Sie wahrscheinlich diese Gedenktafel. Es ist gut, dass Sie sie kennen, weil sehen werden Sie sie nicht zurzeit. Sie ist ja bekanntlich auf der Baustelle der Oper einigermaßen unsichtbar derzeit, leider, und das im Offenbachjahr. Man müsste eigentlich die Gedenktafel noch ergänzen, aus meiner Sicht. Es ist nicht nur dort, wo die Synagoge stand, sondern es ist auch der Ort, an dem Jacques Offenbach musikalisch groß wurde. Wie wurde er denn groß? Nun, wir haben so wenige Einblicke gehabt in das musikalische Familienleben dieser Familie Offenbach bislang. Man kannte so ein paar Stücke. Ich muss auch Herrn Professor Niemöller, der hier auch im Raum ist, ich sehe ihn gerade nicht, dafür danken, dass er so tüchtig, eifrig und fleißig und überhaupt in jeder Hinsicht wegweisend und bahnbrechend da einiges dazu gemacht hat. Es gibt natürlich auch noch andere Forschungen, zum Beispiel von Jakobo Kaufmann, einem jüdischen Musikforscher aus Jerusalem, die so ein bisschen mal Einblick gewonnen haben in diese synagogale Musik, die Isaac Offenbach bereitet hat. Was Sie hier sehen, ist zum Beispiel ein Manuskript von Isaac Offenbach, was bekannt ist bereits, wenn mich nicht alles täuscht, aus New York, wo ein Großteil seines Nachlasses liegt. Und das Interessante ist, dass sich diese Musik aus dem Hause Offenbach, die war jetzt nicht synagogal vermutlich, aber zumindest mal aus dem Hause Offenbach, werden Sie auch später wieder erkennen in einem Werk Offenbachs. Und zwar für Cello und Orchester, was er in den 1840er Jahren erst überhaupt spielt. Ne? Das sind jetzt die Beispiele, die wir eben gebraucht hätten. Wir sind jetzt bei dieser Folie. Das ist das Musette, heißt das. Jawohl. Doch.
komponiert Offenbach für seinen eigenen Bedarf. Es handelt sich um die sogenannte Musette. Offenbach war als Cellist viel unterwegs, wie Sie wissen. Offenbach war wahrscheinlich der größte Cellist der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und hat vor allem in Pariser Salons Karriere gemacht. Und für diesen Anlass hat er eben auch sich selbst Stücke geschrieben, um zu zeigen, wie toll er spielen kann. Nur, jetzt habe ich eben gesagt, diese Musette hat Offenbach für sich komponiert. Wenn Sie jetzt aber mal links schauen, was Isaac Offenbach augenscheinlich geschrieben hat, und dann vergleichen mit dem, was hier rechts unter Musette steht, werden Sie feststellen, also gut, okay, naja. So klingt Offenbachs Musette. Jetzt gucken wir uns mal links. Auch gut bedienen, ne? Also es funktioniert. Naja, offensichtlich hat Jacques Offenbach sich schlicht und ergreifend bedient bei dem, was er kannte. Jetzt werden Sie mir sagen, naja, das ist geistiges Eigentum da geklaut. Naja, sagen wir mal vorsichtig, es liegt ja in der Familie. Aber vor allem ist es nicht unüblich. Schauen Sie sich mal die Komposition von Bach an. Schauen Sie sich mal bei ganz vielen anderen Komponisten an, wie viele tatsächlich selbst aus ihrem genialischen Einfall heraus komponiert haben. Häufig gibt es ja eben doch Vorbilder. Das ist genau das Spannende und das ist ja genau das, warum wir hier sind, das Jüdische bei Offenbach. Diese Archäologie, wir graben jetzt in die Schichten, die musikalischen Schichten hinein. Ich bin nicht der Erste, der es tut und ich hoffe auch nicht der Letzte gewesen zu sein, der es tut, denn ich werde nicht besonders tief graben können. Ich habe eben das Grab Hektors gezeigt und ich habe auch gesagt gehabt, naja, wir können ja vielleicht dieses Troja so ein bisschen als Vergleich nehmen zu dem, was wir jetzt hier machen werden. Wir machen mal eine Probebohrung. Und diese Probebohrung, die hat streng genommen auch nicht ich gemacht. Ich habe leider nicht die Zeit, alles zu machen, sondern die hat schon 1930 jemand unternommen. Und die können Sie hier links erkennen, diese Probebohrung. Die vielleicht wichtigste biografische Studie überhaupt zu Offenbach, die zumindest mal Grundlagen gelegt hat, die ist, das muss man in Köln sagen, leider von einem Bonner geschrieben worden, aber der Nachlass liegt ja immer noch zum Teil in Köln, dieses Herrn Henseler, eine ganz grundlegend wichtige Studie, ohne die wir heute keine ernsthafte Offenbach-Forschung betreiben könnten. Übrigens auch Siegfried Krakauers Buch, das sagt er nun in dem Sinne nicht, basiert zu ganz, ganz, ganz gewaltigen Teilen lediglich und ausschließlich auf Henseler. Nun, Herr Henseler auf Seite 29 macht mal Folgendes. Er nimmt sich jetzt mal ein paar Melodien vor, die er von Isaac Offenbach kennt. Zum Beispiel hier den Psalm 118. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich. Klingt die Melodie. Bei Isaac Offenbach ist ein liturgisches Stück offensichtlich, ne, aus dem synagogalen Kontext. Jetzt gucken wir uns mal die Großherzogin von Geroldstein an, die Sie übrigens im Juni in der Oper mal hier hören werden. Ich kann sie Ihnen nur empfehlen. Bestimmt sehr spannend. Aber ist bestimmt keine synagogale Musik, oder? Von den Punktierungen mal abgesehen, ist es doch eigentlich dasselbe. Klingt offensichtlich, Offenbach hat sich bedient. Er hat sich vielleicht sogar noch mal bei einem späteren Stück bedient, und zwar bei der zweiten Fassung der Operette oder Opera Bouffe Geneviève de Brabant. Da haben sie dann noch mal was anderes. Da gerät aber Henseler schon, so wenn Sie mich fragen, ein bisschen ins Schlingern. Denn die harmonische
Unterlegung, da wird ein bisschen, es klingt nicht mehr, doch nicht mehr ganz genau so. Ne? Was passiert hier? Natürlich weist Hänseler hier auf was ganz Wichtiges hin. Natürlich ist es so, dass Offenbach in der Tat sich bedient hat. Da kann man von ausgehen. Aber beweisen, wie wollen Sie das denn beweisen? Bei der Musette erscheint mir es einigermaßen eindeutig. Aber beweisen, wir kennen ja nicht den Vorgang, wie er das komponiert hat. Und vor allem aber haben wir hier etwas, was doch eigentlich eine musikalische Wendung ist. Ich möchte mal fast sagen, die relativ banal ist. Man könnte sogar die Frage stellen, wenn Isaak das schreibt, woher wissen wir denn, dass Isaak das nicht woanders her hat? Es ist eine relativ klare, übliche Wendung. Wir gehen hier mit einem Auftakt in die, also aus der Quint zurück in die Tonika zurück. Dann, ja, das ist so ein ganz klassischer Eingang und dann eine kleine kreisende Wendung. Da ist einfach auf die nächste, auf die Terz des Dur-Akkords. Das ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinn. Ich möchte nicht sagen, dass Offenbach nicht abgeschrieben hat. Was ich sagen will, ist viel eher, dass wir noch viel mehr forschen müssen. Es spricht ganz viel dafür, dass er tatsächlich natürlich sich bedient hat bei entsprechenden Melodien, die er im Kopf hatte. Wir sind alle musikalisch sozialisiert und haben entsprechende Ideen. Wir haben auch immer mal sprechen gelernt. Und natürlich haben wir von unseren Eltern sprechen gelernt. Genauso ist es mit der Musik. Nur, unsere Eltern haben auch irgendwo sprechen gelernt. Jetzt kommen wir nochmal auf Isaak zurück. Wo hat der denn eigentlich sprechen gelernt? Ja, in Offenbach. Und was war in Offenbach? Natürlich war dort das Jüdische. Aber es war eben auch Mozart dort. Es war eben auch Weber dort. Es waren sie alle dort. Diese kulturelle Mischmasch, möchte ich fast mal sagen, der prägt Isaak. Und ich möchte es Ihnen nochmal an einem ganz anderen Ding mal zeigen. Einen ganz faszinierenden Einblick in diesen musikalischen Alltag der Familie Offenbach bietet nämlich ein Dokument, was sich auch in Amerika heute befindet, denn die drei Töchter von Isaak Offenbach, die sind allesamt in die USA ausgewandert und unter anderem Julie Offenbach, die vielleicht den spannendsten Bericht auch über den Vater geschrieben hat, also das, ja, lassen wir jetzt mal hier so stehen. Ich möchte jetzt nur noch sagen, dass vor allem diese drei Töchter auch Musik mitgenommen haben, was dazu führt, dass bis heute der Isaak Offenbach-Bestand in den USA liegt, unbearbeitet oder weitgehend unbearbeitet. Herr Niemöller ist einer der wenigen, die dazu jemals geforscht haben. Und über Julie Offenbach vermutlich ist dieses, ja, ist ein Album, ich habe es mal mir aus Amerika bringen lassen oder schicken lassen, in eine Bibliothek gelangt. Es handelt sich um 118 Seiten, in denen 56 gitarrenbegleitete Lieder drin sind. Isaak Offenbach hat, wie gesagt, auch Gitarrenunterricht gegeben. Es war offensichtlich für den Hausgebrauch bestimmt. Und es ist offensichtlich ein Familienalltag gewesen, in dem man kreuz und quer so ziemlich alles musiziert hat, was einem zwischen die Hände kam. Natürlich sind da auch 34 Lieder von Isaak Offenbach. Und natürlich findet sich unter denen sowas wie Schenk uns ewiges Heil. Das ist offensichtlich eine Übersetzung des Sim Shalom in seinem Gebetbuch auf Seite 88, gedeutscht und komponiert von ihm am 4. Januar 1842. So nennt er das, sagt er selber. Es findet sich aber auch ein Wiegenlied drin. Mein Herzenssöhnchen schlafe ein, gedichtet, in Musik gesetzt und gewidmet seinem Enkel Julius. Und jetzt wird es interessant, in Galveston, in Texas, wo eine der Töchter ist. Es findet sich auch ein Lied auf einen Text von Johann Wolfgang von Goethe. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Blümleins Sprache von Herrn Firmenich, Steinschrift von meinem in Gott ruhenden Sohne Michel als Andenken im Jahr 1939. Michel war der jüngste Sohn Offenbachs, der leider sehr früh gestorben ist. Offensichtlich jemand, der sehr früh sehr gut Cello spielen konnte. Wer weiß, was aus Michel Offenbach geworden wäre, wenn er länger gelebt hätte. Es sind natürlich auch Stücke von Julius Offenbach dabei, dem älteren Bruder Jacques Offenbachs. Und es finden sich auch Stücke, das ist das Album,
von Jakob Offenbach. Interessanterweise wird der schon zu dem Zeitpunkt als ausdrücklich Jacques Offenbach geschrieben. Insgesamt 7 Lieder, darunter dieses hier. Und wenn Sie jetzt mal schauen, das ist sehr spannend eigentlich für mich als Offenbach-Forscher. Das ist jetzt nicht Jacques Offenbachs Handschrift, sondern die von Isaac, aber es steht ausdrücklich dabei obendran, composé par Jacques Offenbach 1831. Ja, 1831 war der junge Mann 12 Jahre alt. Es ist offensichtlich das älteste Stück Musik, was wir überhaupt von Jacques Offenbach kennen. Und an Minna, träumig ist mein Auge trübe. Es gibt noch ein paar andere Lieder, Lass mich schlummern, Herzlein. Insgesamt 7 Stück, die da Offenbach Jacques musiziert oder komponiert. Interessant. Ne? Wir haben hier eine ganze Reihe von verschiedenen musikalischen Einflüssen. Also wir haben hier einen Kanon von Mozart, der übrigens interessanterweise nicht im Köchel-Verzeichnis sich zu finden ist. Da wäre mal die Mozart-Forschung drauf zu stoßen. Wir haben, wie gesagt, was von Goethe. Wir haben auch von Schubert. Es wird offensichtlich der gesamte musikalische Kosmos dieser 1830er Jahre hier ausgebreitet, und zwar mit der Besonderheit, dass eben auch die jüdische Seite vertreten ist, die eben nicht in anderen Seiten vertreten ist. Das Spannende hier ist für meine Begriffe weniger, dass das Jüdische als solches da ist, dass wir das Jüdische bei Offenbach nachweisen können. Das viel Spannendere ist doch, dass das Jüdische wie selbstverständlich eingebettet ist in alles außenrum. Wir sind in der Glockengasse, ich darf es nochmal erwähnen, in der Synagoge. Und natürlich singt man dort Schubert und natürlich wird dort Goethe rezitiert und natürlich wird alles auf Französisch geschrieben. Natürlich. Es sind auch übrigens andere Lieder noch drin. Ganz interessant folgendes. Es sind noch Stücke von, wie gesagt, anderen Komponisten. Eins werden Sie vielleicht kennen. Ja, Orpheus und Eurydike, Glück, wie die Franzosen sagen. Ja, ich möchte mich jetzt nicht über die Franzosen lustig machen, warum sage ich das? Weil das in Frankreich vor allem eine ganz große Rolle spielt. In Paris, an der Pariser Oper. Ich weiß nicht, ob er es jetzt aus dem französischen Kontext hat, aus dem europäischen, deutschen, wo auch immer. Es ist auf Französisch überliefert in diesem Familienalbum. Und interessanterweise, denken Sie mal an Orpheus in der Unterwelt, Offenbach, 1858. Was wird Offenbach parodieren? Welches Stück wird geradezu als Lächerlichmachung überhaupt der großen Oper zitiert werden, als die Götter den großen Orpheus vor sich zitieren? Er möge doch bitte schön was singen. Was fängt er an zu singen? Ja, genau das. Und wie reagieren die Götter? Oh nee, bleib fort. Das kennen wir doch. Natürlich ist das seine Welt. Wir haben hier in diesem J'ai perdu mon Eurydice, aber auch in Goethe, Mozart, aber eben auch in den Synagogalgesängen, die Welt Offenbachs in der Glockengasse und die Welt, die er eben auch später bedienen wird. Es ist ein und dieselbe. Das Jüdische ist wie selbstverständlich Teil davon, aber Sie werden gleich sehen, dass das Jüdische recht schnell vielleicht gar nicht mehr nach vorne gesetzt werden muss oder gar nicht mehr nach vorne gestellt wird von anderen. Offenbach, wie Sie wissen, wird 1833 als 14-jähriger Sohn, als 14-jähriger Junge wird er Köln verlassen. Nur 14 Jahre wird er hier verbracht haben, um in Paris seine musikalische Karriere zu starten. Sein Vater bringt ihn nach Paris gemeinsam mit seinem Bruder Julius. Und damit die jungen Leute auch ein Auskommen haben, wird er sich an die Synagoge Nazareth wenden, die interessanterweise in der Rue Notre-Dame de Nazareth sich befindet, aber das Notre-Dame wird man mal im jüdischen Kontext eher weglassen, also Synagoge Nazareth. Das ist die heute. Und dort wird er vorsprechen für seine Söhne, Herr Offenbach, Vorsänger der jüdischen Gemeinde Köln und hier in Paris bereits als Vorsänger tätig gewesen, wird zur Sitzung zugelassen.
Er bittet darum, seinen beiden Söhnen die Ausbildung und Leitung des Chores in diese Synagoge zu übertragen, denen das Consistoire, also die jüdische Gemeindeverwaltung, für die Gottesdienste an den Samstagen und an anderen hohen Festen wieder einzurichten vorschlägt. Also es gibt offensichtlich noch keinen Chor. Nachdem das Consistoire sich ein Urteil über das Können der Söhne Offenbach bilden konnte und zu der Überzeugung gelangt ist, dass sie sich zur vollsten Zufriedenheit dieser Aufgabe widmen werden, wird beschlossen, sie ab dem 1. Dezember für die Dauer von 6 Monaten anzustellen, bei 500 Franc Gehalt, für die Dauer dieser Anstellung, die verlängert werden kann. Das Protokoll vom 3. Dezember 1833. Offensichtlich wird Offenbach Söhne dort tätig. Er ist in Paris angekommen. Und er wird von dort aus seine Karriere in die Welt tätigen. Das Problem ist aber folgendes. Im März 1834, 3 Monate später, der Herr Großrabbiner macht das Consistoire darauf aufmerksam, dass der für die Leitung der Chorsänger zuständige Herr Offenbach gleichzeitig in einem Theaterorchester angestellt ist und damit sich verpflichtet hat, ausnahmslos jeden Abend zu spielen. Der Großrabbiner spricht sich gegen die Weiterführung des Amtes durch den jungen Mann aus, falls dieser nicht darauf verzichtet, freitags zu spielen. Er könne es nicht zulassen, dass ein Israelit ein religiöses Amt in der Synagoge wahrnehme und zugleich öffentlich das Gesetz der Religion übertrete. Nun, es ist auch kein Wunder, dass der junge Mann im Theater spielt. Technik. Ich wollte Ihnen im Grunde genommen einfach nur zeigen, wo die Synagoge Nazareth liegt. Sie haben sie hier rechts. Da. Wenn Sie die Straße hier durchgehen, werden Sie am Ende der Straße die heutige Place de la République haben in Paris. Genau dort ist das Boulevardtheater entstanden als solches. Am Boulevard du Temple sind alle großen oder auch kleinen Bühnen, aber auf jeden Fall alle anrüchigen Bühnen, die unglaublich viel Spaß machen. Erst recht einem 14-Jährigen. Es ist dort, wo der Karneval stattfindet, es ist dort, wo überhaupt das Leben stattfindet. Dieser Boulevard du Temple wird sogar so weit gehen, dass man ihn in Paris, im Grunde genommen das gesamte 19. Jahrhundert hinweg, den Namen Boulevard du Crime gibt. Nun, das passt nicht wirklich mit einem synagogalen Amt zusammen. Kurzum, das beendet die synagogale Karriere Jacques Offenbachs. Was aber nicht heißt, dass es seine Karriere überhaupt als Musiker beendet. Denn jetzt kommt, das ist, soll ich wieder dran machen? Sie haben gerade so. Er hat jetzt im Grunde genommen Spielfläche vor sich. Er wird jetzt im Laufe der nächsten Jahre immer wieder an seine jüdische Vergangenheit anknüpfen. Er komponiert 1837 bereits nicht nur für Theater, aber er komponiert Walzer. Auch davon kann man leben. Nur muss man dann aber auch einen Namen haben, um diesen Walzer-Kompositionen irgendwie gerecht werden zu können und vor allem auch damit Geld verdienen zu können, muss man sich irgendwie bekannt machen. Und wie macht man das? Indem man was Besonderes macht. Er schreibt einen Walzer, der da heißt Rebecca. Rebecca beruht, so die Publicity, die da gefahren wird, auf synagogalen Melodien. Leider haben wir keine Noten erhalten von diesem Rebecca. Aber die Presse ist sich einstimmig der Meinung damals, das ist tatsächlich auf jüdischen Melodien beruht. Es führt sogar zu einem kleinen Skandal. Genau, was er braucht, um bekannt zu werden. Er wird in den nächsten Jahren immer mal wieder sowas machen. Er wird aber auch und vor allem Karriere machen als Cellist mit zum Beispiel Stücken wie dem Musette. Er wird im Salon seine künftige Frau, Herminie Dalquin, kennenlernen, eine spanische Katholikin. Jetzt wird es schwierig. Er konvertiert. Auch das noch. Sein Vater hat es nicht wirklich gern gesehen, aber sein Vater wird bereits 1850 sterben, 6 Jahre nach dieser Hochzeit. Seine jüdischen Wurzeln wird Offenbach aber nie verleugnen, nie. Und in seinem Alltag auch durchaus pflegen. Auf Reisen steigt er offensichtlich gezielt in koscheren Hotels ab. Das wissen wir aus Ems, das wissen wir aus Wien. Seine Essgewohnheiten wirken eigentlich auch wie so ein bisschen aus althergebrachten jüdischen Gewohnheiten herrührend. Man weiß zum Beispiel, was sein Standardgericht war, weil er wirklich jeden Tag sich hat geben lassen im Café Risch. 3 Löffel Rührei mit einem Weißbrotschnittchen, ein kleines Lammkotelett, eine kleine Portion Kartoffeln und ein bisschen Obst
Insgesamt hat er sehr wenig gegessen, war auch immer sehr dünn. Auch sein Verständnis von einem familiären Zusammenhalt scheint vielleicht auch jüdisch geprägt zu sein. Das ist jetzt ein bisschen im spekulativen Bereich bereits, wo wir uns bewegen. Man könnte auch sagen, es ist spanisch. Tatsache ist aber auf jeden Fall, dass der Fixpunkt der Familie ausgerechnet immer Freitagabends war. Die berühmten Freitagabende bei Offenbach. Nun, der Freitagabend ist bekanntlich der Vorabend des Schabbat. Interessant ist aber auch, und da kommen wir wieder in die Frage des kulturellen Austauschs, offensichtlich hat die katholische Familie Dalkin, insbesondere Offenbachs Frau Hermine Dalkin, nie irgendein Problem gehabt mit ihrer jüdischen Verwandtschaft. Es gibt Briefe, wo Hermine und Offenbachs Schwester Netta in der Schildergasse wohnend sich austauschen über Jacques und wie der doch so lustig sei und überhaupt. Und die beiden scheinen sich gemocht zu haben. Auch Offenbachs Vater hat offensichtlich recht schnell Gefallen gefunden an seiner Schwiegertochter. Es ist offensichtlich eine Welt, in der das Jüdische, das Christliche, das Nationale vielleicht auch gar keine Rolle spielen. Es funktioniert. Es funktioniert sehr gut sogar. Offenbach macht Karriere, er gründet die Bouffe Parisien, wird mit Orpheus in der Unterwelt, J'ai perdu mon Eurydice, große Erfolge haben. Und dann wird er eben auch große Erfolge haben wie andere. Gucken Sie sich mal all diese Personen an. Das sind alles Juden. Alles Juden in Paris um 1850. Sie haben hier natürlich in der Mitte Offenbach. Direkt neben ihm diese Dame, die vielleicht größte Schauspielerin ganz Frankreichs im 19. Jahrhundert, Rachel. Rachel, für die er übrigens einen Walzer schreibt. Dann haben Sie hier Froment Tyler Levy, seinen Kompositionslehrer aus der Familie Halevi, die bis heute in großen Staatsämtern in Frankreich vertreten ist. Halevi ist auch der Name dieses Herrn, der Neffe von Froment Tyler Levy, heißt Ludovic Halevi, das wird der große Librettist Offenbachs werden und auch der Librettist zum Beispiel von Carmen. Carmen ist Halevi. Sie haben einen anderen großen Librettisten, der mit Halevi gemeinsam Orpheus in der Unterwelt geschrieben hat und Offenbach gemeinsam. Der Text stammt von Halevi und von Hector Crémieux. Hector Crémieux ist auch ein Jude, allerdings kein aschkenasischer Jude, das muss man dazu sagen. Diese Herrschaften Halevi, Offenbach sind offensichtlich alles Aschkenasen. Hier haben sie mit Crémieux einen sephardischen Juden, genau gesagt einen sogenannten Juif du Pape, also einen päpstlichen Juden, der aus Avignon stammt. Sein Vater, Adolphe Crémieux, war einer, den habe ich jetzt nicht auf der Liste, aber das ist in der Zeit der Julimonarchie einer der ganz großen Politiker Frankreichs, der überhaupt das Judengesetz als solche, die Gleichstellung von Juden vorantreiben wird. Sie haben mit Isaac Strauss und Henri Hertz ganz große Namen, die am kaiserlichen Hof Napoleons III. Eine ganz große Rolle spielen werden, musikalisch. Sie haben auch auf einer anderen Ebene mit den Herren Rothschild, Pereire, die großen Finanziers des Zweiten Kaiserreichs, die großen Finanziers der Industrie. Alles Juden und sie haben zum Beispiel mit Achifuld sogar den Hauptminister des Kaisers Napoleons III., der auch Jude ist. Und auf einer ganz anderen Ebene die Halbwelt, auch die ist jüdisch, der Demi-Monde. Die Dame, die Sie hier sehen, ganz keusch von hinten, ist die berühmte Païva. Wer ist die Païva? Eine Marquise de Païva, die irgendwie als Gräfin Henkel von Donnersmarck sterben wird, die aber eigentlich geboren wurde als Esther Lachmann. Naja, man kann sich auch auf anderen Wegen zu Reichtum finden. Und wenn Sie mal auf den Champs-Élysées unterwegs sind, gucken Sie sich mal das Hotel de la Païva an. Das ist vielleicht der prächtigste Bau auf den Champs-Élysées. Die Juden sind damals nicht gesellschaftlich benachteiligt in diesem Frankreich, in diesem Paris. Es ist viel eher so, dass man gar nicht Christ werden braucht vielleicht. Es ist auch nicht so, dass man jüdisch nicht mehr das ablegen muss. Religion spielt einfach nicht die Rolle. Siegfried Dörtfeld, ein Musikwissenschaftler, hat es 1954 mit einem damals blumigen, aber vielleicht auch ein bisschen esoterischen Stil beschrieben, aber eigentlich recht treffend, indem er sich zunächst mal auf die Musik bezieht, aber eigentlich doch auch darüber hinaus. Der in Paris heimisch gewordene Kölner Jude, diese Worte kennzeichnen die Wurzeln, aus denen die Kunst Offenbachs entspringt, das Fundament, auf dem sein Wesen beruht. Wurde Offenbach schon bald der typische Pariser Boulevardier, so konnte er doch trotz Naturalisation und Übertritt zum katholischen Glauben nie seine Herkunft verleugnen
und wie seine Sprache nie den deutschen Akzent verlor und er sich noch im Alter gern eines französisch-deutschen Kauderwelsch in seinen Briefen bediente, so bleibt auch in seinem Wesen immer eingeprägt, dass noch sein Großvater Judah Eberst hieß und ein Schutzjude in Offenbach war. Das Stichwort hier heißt Eklektizismus und ich möchte damit auch enden. Wenn Sie in Paris genau dort stehen, wo Offenbach gestorben ist, in seiner Wohnung hier, der kleine Jude aus der Glockengasse hat sichtlich Karriere gemacht, das ist die Pariser Oper, dann werden Sie genau auf diese Pariser Oper auch schauen. Das Bauwerk des Zweiten Kaiserreichs schlechthin. Der Eklektizismus ist das, was dem Kaiserreich immer vorgeworfen wurde. Von allen Seiten das annehmen, was gerade irgendwie funktioniert. Keinen eigenen Stil ausprägen. Nun, man kann mit Charles Garnier antworten, dem Erbauer der Pariser Oper. Als die Kaiserin Eugénie ihn fragt, Moment, qu'est-ce que ce style? Was ist denn das für ein Stil? Ce n'est pas un style. Ce n'est pas grec, ni du Louis XVI. Es ist gar kein Stil, es ist doch nicht griechisch und auch kein Louis XVI. Was ist denn das? Charles Garnier antwortet ganz selbstsicher, Madame, non, ces styles ont fait leur temps. Meine Damen, nein, diese Stile, die sind vorbei. C'est du Napoléon III. Man kann jetzt mit Offenbach andersrum sagen, es ist doch egal, ob er Jude ist, Deutscher, Franzose, was auch immer. Das ist vorbei oder eben auch nicht. Tatsache ist am Schluss, es ist Jacques Offenbach. Vielen Dank.